Das Ding bekommt natürlich dann auch ein Canon Script. Apply. Und diese Canon. Bekommt einmal eine Funktion Fire Present. Public Void. Fire Present natürlich. Außerdem brauchen wir eine Referenz auf ein Geschenk. Prefab. Public. Prefab. Dann brauchen wir auch ein Audio Component. Spiel nicht on awake. Und den Sound, den wir spielen wollen, ist Cannonfire. Das Ganze wird jetzt natürlich auch höllisch laut werden. Na, hatten wir hier nicht noch mehr Icons? Also, nee. Schade, egal. Referenz und in Fire Present. Wir sollten vielleicht auch erstmal unser Present Prefab aufbauen. Das mache ich aber jetzt hier außerhalb des Levels. Na komm, mach zu. Da haben wir nämlich hier noch ein Mesh, nämlich das Present. BZW, wir machen das anders. Create Empty. Sind. Reset. Kommt das nämlich hier rein. Present Mesh. Weil Rotation und so. So, hier ein wunderschönes Geschenk. Jetzt weiß ich nicht, ob es hier einen Compound Collider gab, aber ich werde jetzt hier auf jeden Fall einen Box Collider drum schmeißen. Der. Ja, doch, triggern kann der. Wichtig ist halt, dass das Geschenk hier einigermaßen eingepackt ist. Schön drauf tippen kann. Na, vielleicht die Schleife nicht unbedingt. So. Ja, doch, das reicht als Approximation auf jeden Fall. Und dann brauchen wir jetzt hier natürlich noch ein Material. Create Material Present Mobile Diffuse. Textures. Nehmen wir unser
Sagen wir mal hier Present Diffuse 1. Schon haben wir dieses wunderschöne Geschenk hier. Auch sehr kriseligen Schatten. Aber das sollte im Eifer des Gefechts nicht auffallen. Dann kann ich das nämlich jetzt auch in den Prefabs-Ordner schmeißen. Einfach mal aus und der Canon kann ich dann dieses Prefab geben. Na? Ach ja, stimmt. Wir brauchen natürlich auch das Present Script da dran. So, Apply, Killbox, nein, Canon, Present, yeah. So, schön. Genau, so der Killbox haben wir gesagt, dass wir hier ein Present haben, beziehungsweise das Present selber ist auch ein Rigid Body. Genau, so, und wenn wir jetzt hingehen und dieses Ding hier über die Killbox legen und das Spiel starten, müsste eigentlich die Gravitation einsetzen. Plopp. Na, und das Present ist jetzt deaktiviert. Wenn wir es wieder anmachen, dann wird es wieder aktiviert und der Collider greift jetzt, bis wir durch dieses Ding durch sind, aber mehr brauchen wir auch nicht. Sehr schön. Das hat schon mal sehr gut funktioniert. Dann können wir jetzt anfangen, die Kanonen zu schreiben. Denn Fire Present, da übergeben wir dem über den Game Manager ein Present. Dann braucht man das Present Prefab hier bei den Kanonen nämlich nicht, sondern brauchen das im Game Mode. Ich nenne es jetzt mal Game Mode, einfach damit wir ein bisschen Unreal-Zeug auch haben. Dann nehme ich hier die Game Mode. So, da drin wird dann so Regelzeugs und sowas sein. Und alles andere auch. So, und den kann ich jetzt schon mal hier. Hier erstmal ein Tag dran. So, Game Mode. Der ist dann noch hier bei der Kamera. Dann brauche ich meine drei Kanonen. Da kommt erstmal ein Tag dran. Damit ich mir die hier holen kann. So, Scripts, Game Mode. Ach, das war doch ein bisschen viel. So, was brauche ich denn? Ich gucke jetzt gerade hier mal bei Unreal, was ich hier für Methoden habe. Wir haben hier einmal Event Begin Play. Das ist die Start-Methode, die wir vorhin gelöscht haben. Jetzt einmal so, da muss ich weniger tippen. Ah, sagt sich nicht gerade was von weniger tippen. So, dann brauchen wir eine Reset Game. Ich mache so erstmal alles private.
bis wir es wirklich mal brauchen. Dann brauche ich eine New Game. Die kommt dann hier oben hin und New Game ruft dann zum Beispiel schon mal Reset Game auf. Und New Game wird jetzt zum Beispiel von der GUI genommen. So, dann brauchen wir Private Void Quit. Quid pro quo. Und da haben wir dann, was war das? If Unity Editor. Dann Unity Editor, Editor Application. Is playing gleich false. And if, und wenn wir if Unity Android Application quit. Ganz normale Compiler-Direktiven. Sagen wir hier if Unity 2017, dann sind wir nämlich nicht im Editor, dann können wir nämlich überall die Applikation zumachen. So, was haben wir hier noch? Quit Game, dann haben wir hier Reset Game, da wird der Game State geändert, den müssen wir auch noch irgendwo unterbringen gleich. Dann haben wir eine Funktion Fire Cannons, das ist quasi der Kanonenmanager. Und hier passiert tatsächlich nicht viel in dem Spiel. Da kann man das alles in eine Klasse packen, bei größeren Spielen solltet ihr das auf jeden Fall aufteilen. Dann brauche ich eine Funktion private. Was ist das hier? Update Presence habe ich hier stehen. Das ist dann private. Na komm. Void. Update. Presence Counter. Und ich habe hier eine Funktion Void. Add points to score. So, private void fire cannons. Das haben wir alles. Construction script haben wir nichts. So, dann muss ich hier im Start Game, da haben wir hier GUI Stuff. Da muss ich nochmal gucken, ob wir das überhaupt brauchen. Dann brauche ich den Player. Get Player Reference und den Player kann ich mir hier direkt auch schon mal einrichten, sondern irgendwann mal Semikolon vergessen. Da. Deswegen hat er das auch nicht auto-completed. So, private player, player gleich. Nein, player, private player, player, void. Player gleich. Ü. GameObject find GameObject with tag player. Das wird dann hier die Kamera sein. Das hier ist der Game Controller. Genau, dann haben wir hier den Player uns geholt. Dann müssen wir uns als nächstes die Kanonen holen. Get Cannons.
erkennen. Haben wir, ne? Ja. Guinness Stuff, so. Und dann warten wir quasi aufs Hauptmenü. Das gesagt wird New Game. Temp. Start Game Directly. So, dann brauche ich in Reset Game einmal ein Cannon Fire Interval. Das ist eine Float. Den setze ich auf 2. Dann brauche ich einen Score. Beziehungsweise ist es, ne, das ist ein Private Int Score. Dann brauche ich ein Level. Das kann ich jetzt hier alles zusammenschmeißen. Ich brauche ein Level. Ich brauche Presence Court und ein Presence Counter Max. Presence Counter Max. Brauche ich nämlich hier noch eine. Base. So. Auf jeden Fall kann ich dann jetzt hier sagen, so Level gleich 1. Presence Chord gleich 0. Counter Max gleich Counter Base. Die Presence Counter Base ist eine Read-Only. Da ist die Default Value 10. Das kann ich hier oben setzen. Beziehungsweise das kann ich auch so machen. Private Const Int. Gleich 10. Na, ach so. So, Private Const, dann haben wir nämlich das Ding. Machen. Kann ich das nämlich wieder so umbauen? So, read only int, genau. Dann muss ich den to running. Dann muss ich sagen, Fire Cannons. Und da Fire Cannons, das sehe ich jetzt gerade, da ist ein Delay drin. Das heißt, wir haben hier einen Private IEnumerator. Und dafür brauchen wir
System Collections. Dieses Ding prüft jetzt einmal to do check game state. Dann brauche ich einen Intervall. Get random cannon. Fire present. So, dann haben wir noch to do. Pick from list. Das ist hier unser Object Pooling, da müssen wir noch gucken, wie wir das machen. Fire Present und dann, wenn das durch ist, muss ich sagen, to do wait for cannon fire interval. Müssen wir halt die Funktion nochmal neu aufrufen. Ich könnte jetzt hier auch eine Schleife laufen lassen. Stop all coroutines. Mache ich jetzt auch einfach mal. Das Ding läuft einfach. Genau, dann brauche ich jetzt hier noch den Game State. Den mache ich jetzt auch noch mal eben ganz fix. Den hacke ich einfach unten dran.